Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Gothic. Ja, wir haben in der letzten Folge ein bisschen den Gommes hier ausgeraubt. Hier haben wir jetzt eine schöne Urheberrechtsverletzung, die jetzt wieder nerven möchte. Da rennen wir mal ganz schnell dran vorbei. Und jetzt machen wir uns mal auf den Weg in Richtung Sumpflager. Ich glaube, der schnellste Weg wäre jetzt tatsächlich hier rum. Durch den Wald. Da haben wir ja auch schon eigentlich im Grunde alles erledigt im Wald. Da wird uns nichts passieren. Und das heißt dann, wir sehen uns da mal alles an, was da auf uns zukommt. Jetzt, Korkalom wartet ja auch im Tempel auf uns. Und ja, dann gucken wir mal, was da passiert. Handelt sich ja jetzt um die Anrufung des Schläfers. So. Obwohl, wir könnten auch mal die Fackel benutzen. Wir haben hier ja eine. 3774 Erz haben wir schon mittlerweile. Das Schweinefliegeld, was wir jetzt haben. Gehe ich mal von aus, dass das viel ist. Es gibt bestimmt einige Veteranen unter euch, die da schon keine Ahnung, wie viele Jahre seit der Release hier zocken. Und die sich jetzt wahrscheinlich darüber kaputt lachen, so 3700 Erz. Ha. Das wenig und so weiter. Bestimmt seht ihr das so. Die Veteranen unter euch. Ich habe keine Ahnung, ob das viel ist oder nicht hier. Für mich ist das auf jeden Fall erstmal noch viel. So. Ja, ich springe gerne. Springen ist ein schönes Sport, finde ich. So, und hier nochmal. Und dann würde ich gleich, sobald wir vorm Lager sind, einmal ein Safe Game machen wollen. So, weil ich jetzt nicht weiß, was da gleich passieren wird. So. Sind wir auch schon gleich da. Da vorne ist schon der Fluss, den sehen wir ja schon. So, und hier irgendwo müsste gleich die Ecke sein, wo man immer festbuggt. Zumindest ich immer festbugge. Und ich keine Ahnung habe, ob das bei anderen auch so ist. Mit dieser Stelle hier. Okay, drüber springen funktioniert. So. Boah, ich springe gerne irgendwie in Spielen. Ich weiß nicht warum. Nur hier ist es halt, dass man dann doch nicht schneller ist. In vielen anderen Spielen ist es ja so, dass man oft dann schneller ist, finde ich. Zumindest vom Gefühl her. Keine Ahnung, was auch der Wahrheit entspricht. Aber jetzt, wo wir hier vom Sumpflager sind, würde ich hier gerne einmal ein Safe Game machen. So. Was hat Lester eigentlich jetzt zu sagen? Der Schläfer möge dich behüten. Jo, alles klar. So, gucken wir mal, was jetzt passiert. Okay, hier scheint schon eine Versammlung zu sein. Ich glaube aber, die Fackel brauche ich nicht. So. Beziehungsweise hier würde ich jetzt nochmal ein Safe Game machen. Ich weiß jetzt nicht, was auf uns zukommt. Vielleicht greifen die uns alle an. Die lange Zeit des Wartens ist nun endlich vorbei. Durch seine unermessliche Macht hat uns der Schläfer an diesen Ort geführt.
um sein Erwachen zu bezeugen. Das Artefakt, das er uns in einer Vision zeigte, wird unsere geistige Kraft bündeln. Ihr habt euch lange auf diesen Moment vorbereitet. Vereinigt eure Gedanken, auf dass der Schläfer uns erhört. Denn sein Weg ist der Weg der Freiheit. Und wir sind seine Auserwählten. Der Schläfer erwacht. Genau, er wollte uns den Weg in die Freiheit zeigen. Ja, was ist damit? Was hast du gesehen? Ruhe! Klar ist, der Weg in die Freiheit führt über die Orks. Der Schläfer hat uns einen Ort gezeigt und den müssen wir finden. Nicht weit von hier ist der Eingang zu einer Orkhöhle. Dort fangen wir an zu suchen. Der Schläfer ist mit uns. Was soll das heißen? Sollen wir gegen diese Monster kämpfen? Euch hat der Schläfer nicht zum Kämpfen berufen. Ihr Novizen könnt für uns beten. Jo. Kapitel 3, Artefakte von uralter Macht. Okay, wir sind jetzt Kapitel 3. So, Novize. Kann ich mit denen allen hier noch quatschen? Baltion? Kann ich da oben vielleicht hin und quatschen gehen? Boah, aber krass. Was ist mit denen? Iberion? Okay, der jetzt steht er auf einmal wieder. Iberion ist Koanga. Wie geht es jetzt weiter? Die Vision war sehr verschwommen und gab mehr Rätsel auf, als dass sie uns Antworten brachte. Aber eines war klar. Man konnte einen Ork in einer Höhle erkennen. Es gibt eine alte, verlassene Kultstätte der Orks, ganz hier in der Nähe. Früher haben dort die Orks ihre Verstorbenen beigesetzt. Daher nennen wir dieses Höhlensystem den Ork-Friedhof. Der Guru Balukor ist mit einigen Templern dorthin aufgebrochen. Vielleicht finden wir dort etwas, das uns hilft, die Vision besser zu verstehen. Ich brauche jemanden, der dort nach dem Rechten sieht und mir von der Situation berichtet. Warum gehst du nicht selber? Du bist doch der Anführer der Templer. Meine Aufgabe ist es, den Erleuchteten zu schützen. Ich bleibe hier bei Iberion und wache über ihn. Du hast dem Lager schon große Dienste erwiesen. Ich vertraue dir mehr als jedem anderen hier. Ich bitte dich, gehe zum Orkfriedhof und berichte mir, was die Templer dort gefunden haben. Aber ich, was springt für mich dabei raus? Du willst Erz? Anscheinend habe ich mich in dir getäuscht. Aber ich brauche dich. Hier, 100 Erz, mehr gibt es nicht. Ja, ich mach mich sofort auf den Weg. Bevor du losgehst, nimm diesen Ring. Er möge dich im Kampf schützen. Wo ist der Orkfriedhof? Nicht weit von hier. Der Novize Talas kennt den Weg. Du findest ihn unten auf dem Vorplatz des Tempels. Er wird dich dorthin führen. Verlass dich auf jemanden und du bist verlassen. Das ist ebenso. Kreis der Templer möchte ich nicht. Aber, okay, hier nochmal Korkalom. Was willst du? Wie sieht es mit meiner Belohnung aus? Was willst du haben? Mana-Trank, Erz. Gib mir Erz.
Dies soll deine Gier nach Erz zufriedenstellen. Solange ich damit nichts zu tun habe. Jo, wir sehen uns. Möge der Schläfer dich erleuchten. Boah, wenn ich irgendwann einen neuen Durchlauf mache und bei den Sumpflagern, hier bei den Sekten, ins Lager gehe, würde ich sagen, machen wir mal einen Magier-Durchlauf. Hätte ich schon Bock, einmal auszuprobieren. Okay, hier ist keine gute Idee, durchzuführen. Vor allem, ich sehe kaum was. So. Kann ich jetzt mit Lester quatschen? Der Schläfer möge dich behüten. War Namib? Mach Platz! Ich würde sagen, wir machen jetzt einmal hier ein Safe Game. Wir haben auch ein paar neue Sachen jetzt bekommen. Beziehungsweise hier das magische Erz. Okay. So. Und Kampfkunst. Okay, besser werde ich nicht dadurch. So, was haben wir noch Neues bekommen? Achso, Steinhaut wollte ich noch anziehen. Also erstmal das hier aus und dafür das an. Und was macht das? Schutz vor Fallen 5. Wenn du meinst. Lebensenergiebonus 10 und Geschicklichkeitsbonus 5. Geschichte muss doch wohl was dran sein. Kann ich den auch einfach so anziehen? Nee. Das ist wirklich nicht mein Problem. Nee, ich glaube, der macht mehr Sinn. Habe ich vielleicht auch eine neue Waffe bekommen? Nee. Neue Waffen halt auch nicht. So, da können wir jetzt auch noch einmal Safe Game machen. Weil wir jetzt das ausgerüstet haben. Und wir waren ja letztens in diesem einen Tempel dort oben. Ist das das, was die meinen? Daher führt ja so eine Brücke dahin. Ist das dann dort, der Orkfriedhof? Ich bin mir nämlich nicht sicher. Ich weiß aber nicht einmal, ob ich stark genug dafür bin. Wir sind ja jetzt in Kapitel 3. Das heißt, hier müssten eigentlich die Viecher wieder neu gerespawnt sein. Gehe ich mal von aus. Boah, ich brauche aber auch Licht. Ich sehe gerade gar nichts. So, jetzt sehe ich ein bisschen mehr wenigstens. Wegen den Lampen, die ich da und da habe. Und dadurch wird das für mich hier ein bisschen dunkler. So. Irgendwo da hinten war ja ein Weg. Meine ich. Ja, da oben. Da ist der Weg. Da wollen wir hin. Ihr seid, wir müssen Talas erstmal finden. Haben wir hier Orkfriedhof? Der Novize Talas wird mir den Weg zum Orkfriedhof zeigen. Er wartet auf dem Tempelvorplatz auf mich. Ist mir jetzt egal. Jetzt bin ich hier. Es sei denn, ich muss mit Talas vorher reden, um hier hinzukommen. Aber ich gehe von aus, dass das hier der Weg ist. Die sind neu, oder? Einer hat mich schon im Visier. Was sind das? Snapper oder? Scheiße. Schnell weg. Das ist ein Orks. Nein! Okay. Das haben wir verkackt. Kann ich das wieder aufheben? Ja. So. Wir riskieren es noch einmal, aber die Fackel würde ich gerne behalten wollen. So, dann locken wir mal die ein bisschen an. Komm.
Die hören sich ein bisschen an wie Scavengers. Komm, komm. Okay, der Gorgot Protzen. Kann ich die looten? Jo, kann ich. Komm. Nein, 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 weg, 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 weg. Schnell weg, Alter. Nee, nein, 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 nein. Weg. Alter. Jo. Der ist aber schnell. Wie lange will der noch hinterherlaufen? Jo. Aua. Ist er jetzt weg? Ich hoffe, der ist nicht weg. Ist immer noch hinter mir. Nein, 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 schnell. Oh, der schwimmt mir nur noch hinterher. Alter. Wie lange will der noch hinterher? Ich brauche mal die Hilfe von den Jungs im Lager. Oder der ist weg. Okay, so geht's auch. Erstmal von einem Ork gejagt werden. So. Dann gehen wir jetzt einmal ins alte Lager nochmal und quatschen da mal mit den Dudes. So, die Anrufung des Schläfers war also im Grunde Pflicht. Also für Sektenlager hätten wir das so oder so machen müssen, wie ich das jetzt verstanden habe. Bericht erstatten. Und ich hoffe, In Extremo ist jetzt wieder weg, weil die Urheberrechtsverletzung auf YouTube, die möchte ich gerne nicht nochmal haben. Klar, ich habe das jetzt extra für euch drinnen gelassen. So, Scotty. Kann der mir noch irgendwas beibringen? Für Gomez! Für Gomez? So. Trainierst du auch Kämpfer? Schon, aber nicht zum Spaß. Wenn ich dich trainieren soll, musst du dafür zahlen. Aber der kann nichts mehr trainieren, okay. So. Wetten wollen wir auch mal ausprobieren. Aber nicht jetzt. Später machen wir das. Hier. War hier nicht Fingers? Wo ist denn Fingers hin? Snipe ist auch nicht mehr da. Mutt ist da. So, egal, gehen wir mal rein. Was sagt denn die Uhr? 23.42 Uhr. Ja, wir gehen mal pennen. Bis zum nächsten Morgen, dann, wenn es wieder hell ist. Wäre ja, dann deutlich angenehmer, finde ich. So. Was ist denn das hier? Wer ist das? Bullet?
Wen haben wir denn da? Du bist doch der Typ, den ich getauft habe. Was willst du? Noch mehr Schläge? Er ist das also. Ich bin gekommen, um dir deinen großen Maul zu stopfen. Warte mal. So. Jetzt. Für Gomez. Ich bin gekommen, um dir dein großes Maul zu stopfen. Ich bin gekommen, um dir dein großes Maul zu stopfen. Ja, dann komm mal her, Bürschchen. So. Nehmen wir ihm alles weg. Alter, eine Armbrust. Und sein Schwert nehmen wir auch noch mit. Ist das besser als unseres? So. 42. Und das gibt. Behalten wir das mal so. Das wird dir noch leid tun. Ja, das. So, wie sieht's aus, Bullet? War nicht besonders schlau. Ich glaube kaum, dass ich daran was erinnern kann. Ja, okay, der geht jetzt erstmal außen rum. Hä? Ich kann jetzt nichts machen. Solange ich damit nichts zu tun habe. Ich dachte, das wäre schon lange geklärt. Klar, dass das andere. Ah, okay. Ich kann jetzt nichts machen. Und jetzt? Ich habe jetzt hier gar keine Lebensanzeige mehr zu sehen oder so. Finger weg! Ey, ich will mich hier nur schlafen legen. Habe jetzt das Spiel gecrashed? Ich habe jetzt das Spiel gequält. Muss ich vielleicht jetzt einmal drauf gehen? Toll, ich habe das Spiel gecrashed. Wegen Bullet. Ja, verschwinde. Ich kann jetzt nichts machen. Für Gomez. Und jetzt? Ich kann nichts machen. Ich kann nicht mal auf Escape. Dann würde ich sagen, ich mache hier einen kleinen Cut und dann sehen wir uns gleich bei Bullet wieder. Bis gleich. So, da sind wir auch wieder. Jetzt quatschen wir noch einmal mit Bullet und hauen den noch einmal aufs Maul. Ich bin gekommen, um dir dein großes Maul zu stopfen. Ja, dann komm mal her, Bürschchen. So. Hey. So. Jetzt haben wir den. Nehmen alles mit, was der hat. So, und sein Schwert. Den Furchtbringer nehmen wir auch noch mit. So. Jetzt brauchen wir nicht nochmal mit dem zu quatschen. Die Armbrust behalten wir auch. Jetzt haben wir bessere Waffen. So, und ich würde sagen... Das wird dir noch leid tun. Ja, wir futtern jetzt auch noch einmal. Warum wächst du nicht? Was soll der denn jetzt? Das ist jetzt wieder sein Problem. Ich habe keine Ahnung, was sein Problem jetzt ist. Erstmal abwarten. Wird nicht so heiß gegessen, ausgekocht, ist der nicht schnell. Will der noch mehr Schläge? Oder wäre das ganz anders gelaufen?
Ich mache jetzt hier jetzt mal ein Safe Game. Das Spiel ist auf jeden Fall nicht gecrashed. Will der nochmal aufs Maul? Das wird dir noch leid tun. Was ist los? Ich habe keine Ahnung, was dein Problem jetzt ist. Glück, aber ich hätte dir auch gerne die Fresse poliert. Hä? Raffi, jetzt nicht, was gerade das Problem ist. Finger weg! Aber egal, wir gehen jetzt mal... Das wird dir noch leid tun. Wir gehen jetzt mal pennen. Zum nächsten Morgen. An der Geschichte muss man doch... Lass mich mal vorbei. Ich will eh hier durch. Aber jetzt haben wir uns wenigstens an Bullet gerecht. Quatschen wir mal hier unten mit Raven oder mit Gomez. Wo ist Raven hin? Hallo. So, dem können wir nichts Neues erzählen. Wo ist Raven dann? Bartolo? Hä, wo ist Raven? Wo finde ich denn Raven? Wenn du meinst. Arthur und Scar sind dort, aber... Wo ist denn Raven hin? Ich gehe mal hier gucken. So, Gardist. Scorpio. Noch ein Gardist. Ging nie wieder Erze rum. Eventuell. Da unten liegt Erz. So, da ist ein Erzbrocken. Verlass dich auf jemanden. Okay, das ist keine gute Idee. Wir müssen vielleicht nochmal bei Fingers Schlösser knacken lernen. Noch ein bisschen weiter. Wie viele Dietrich haben wir denn jetzt? Zwei. Das reicht uns nicht. Was gibt's denn hier drinne? Okay, nicht besonders viel. Ganz schön. Na, aber jetzt ehrlich, wo ist ein Raven? Da haben wir ja die ganzen Magier, aber... Da unten haben wir auch noch Leute. Skip. Für Gomez. Für Gomez. Ich könnte. So, Deck, Schüssel, Becher, Dietriche. Ach komm, wir hören uns mal alles, was der hat. Ach, der hat wieder hier ordentlich Erz. Immerhin. So, wir können dem aber auch ein paar gute Sachen hier verkaufen. So, was haben wir denn an gutem Stuff? Hier das magische Erz können wir ihm verkaufen. Jagd und Beute, Kampfkunst. So, die Dinger brauchen wir nicht. Dann Lebensenergie, Mana Bonus brauchen wir nicht. Lebensenergie. Okay, hier können wir ihm das geben und das. So, was können wir ihm noch verkaufen? Den können wir ihm verkaufen, das können wir ihm verkaufen. Dann ganz normale Pfeile können wir ihm auch alles andrehen. So, dann können wir von ihm den ganze... Jetzt nur 277 Erz können wir von ihm noch verlangen. So. Ja, und so, dann passt das.
haben wir sogar noch mit Gewinn aus der Sache rausgegangen. Und dann würde ich sagen, in der nächsten Folge sehen wir mal, wie wir hier weiterkommen. Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao!